aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Aspettate da. Man sollte ein bisschen abwarten, bevor man applaudiert. Wir haben noch nichts gesagt. Herzlich willkommen auf diesem 43. Meeting für die Völkerfreundschaft. Wir möchten damit die Figur, die Persönlichkeit von Luigi Giussani ehren. Und ohne diese Persönlichkeit würde die Bewegung nicht existieren. In diesem Dialog, den wir gedacht haben, gibt es auch die Veröffentlichung einer Anthologie von Texten von Don Luigi Giussani mit dem Titel »An den Wurzeln einer Geschichte«, die vom Rizzoli veröffentlicht worden ist. Und Rizzoli veröffentlicht seit 1993 die Werke von Giussani. Und deswegen ist dieses Buch eine
Hommage an dieser Person. Don Luigi Giussani hat niemanden gleichgültig gelassen. Selbst diejenigen, die sich nicht für den Glauben interessierten. Und jeder hat sich durch einen Vorschlag voller Bedeutung herausgefordert gefühlt. Und Don Giussani ist vor einigen Jahren gestorben, aber er hat noch etwas zu sagen. Kann sein Vorschlag noch die Frauen und Männer unserer Zeit erreichen? Kann er einen Beitrag zum Weg jedes Menschen noch leisten? Kann dieser Vorschlag noch die Generation begleiten eines menschlichen Subjektes, das sich der Realität und der Herausforderungen des Lebens stellen muss? Kann das auch einen Beitrag der Kirche geben? Darüber reden wir heute mit drei Gästen. Massimo Turchetta, Generaldirektor des Verlags Edizioni Mondadori. Und Massimo Turchetta musste ein Kongresszentrum verleihen, sich mit uns zu schalten. Jetzt rechts haben wir Don Luigi Maria Epicocco, ein Priester. Du bist sehr bekannt. Du bist Priester, Theologe und Schriftsteller. Er wurde auch als kirchlicher Assistent des Dikasteriums für Kommunikation benannt und er ist auch Kolumnist des Osservatore Romano. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Und letztendlich der Präsident der Fraternität der Gemeinschaft um Befreiung, Davide Prosperi. Bevor wir diesen Dialog einleiten, möchte ich Lucio Lorenzi von Buhr begrüßen. Er ist hier im Saal anwesend und ich bedanke mich bei ihm. Er musste in den letzten zwei Wochen zwei großen Sprungen machen. Zuerst ein Buch zu veröffentlichen, und zwar rechtzeitig für die Präsentation, die am Sonntag hier beim Meeting gab. Und zweitens musste er die Veröffentlichung des Buchs von Davide Perillo, Rose e le sue donne di Campana, Kampala, Entschuldigung, veröffentlichen musste, und zwar rechtzeitig für das Meeting. Das hat mich sehr beeindruckt, dass Manuela Galeatti, die Editorialistin von Rizzoli, die auch die Texte von Don Giussani ausgesucht hat, die in dem Buch an den Wurzeln einer Geschichte gehalten sind. Das hat mich beeindruckt, dass sie auch einen Text ausgesucht hat, der mit dem Titel Il bel giorno, der schöne Tag. Und ich möchte ein paar Sätze davon lesen als Einleitung. Ich zitiere sinngemäß. Für mich war alles wie ein schöner Tag, als
ein Professor im Gymnasium, ich war 15, eine Seite von dem Johannes-Evangelium las. Das Verb wurde zum Fleisch. Er sagte, alles hat sich in Fleisch verwandelt. Die Schönheit, die Liebe, das Leben, die Wahrheit wurde dann Fleisch. Das Sein ist nicht in einem Hyperuranium von Platon. Das Sein, das Wesen ist unter uns. Das hat mich ein Gedicht von Leopardi in Erinnerung gerufen mit dem Titel Alla sua donna. Das war eine Hymne nicht zu einer Liebhaberin, sondern zu einer Entdeckung, die er gemacht hatte. In dem Augenblick dachte ich, dass Leopardi 1800 Jahre danach ein Zeugnis war für etwas, was der heilige Johannes schon angekündigt hatte. Und Don Giussani schreibt noch, mein Leben wurde dadurch bestimmt. Alles, was schön ich damals fand auch in dieser Botschaft seinen Sinn. Das ist eine Erfahrung, die Don Giussani nicht mehr verlassen hat. Und welche ist diese Erfahrung, diese Entdeckung? Die Größe des Christentums ist folgende. Christus hat zur menschlichen Frage geantwortet. Es gibt Menschen, die einen Glauben haben, den akzeptieren. Und es gibt Menschen, die keinen Glauben haben und verzweifelt in der Frage ist. Und das ist der Ursprung der tiefen Leidenschaft für jeden Menschen von Don Giussani. Für jeden Menschen. Eine Leidenschaft des Christus für diejenigen, die in der Frage leiden und verzweifelt sind. Das Bewusstsein von Don Giussani war, dass er von einem anderen gefangen wurde, einem anderen mit großem A, und gerettet wurde. Und deswegen schrieb er mit 24, die größte Freude in dem Leben eines Menschen ist, Christus zu spüren, ein lebendiger Christus in seinem Herzen, etwas anwesend, etwas Präsentes also, und nicht eine Erinnerung der Vergangenheit. Deswegen hat Don Giussani sein ganzes Leben diesem Ziel geopfert. Er hat sich der Erziehung des Menschen geopfert, damit die Menschen in der Realität als Protagonist leben konnte. Auch die Menschen, die für den Müll verantwortlich sind, zum Beispiel beim Meeting. Und Don Giussani sagte, der Glauben ist
nützlich, um zu leben. Man braucht den Glauben, um zu leben. Am ersten Tag, Schultag, sagte er, ich bin nicht hier, um Ihnen etwas zu lehren, sondern um euch etwas zu lehren, sondern um euch die Basis, die Instrumente zu geben, damit sie die Methode zu geben, damit sie ihr wirklich die Wahrheit überprüfen können. Und es gab einen Vergleich von dem, was wir erleben, was wir spüren, mit dem der elementaren Erfahrung, wie er sagt. Er sagt, diese Erfahrung ist eine Gesamtheit von Bedürfnissen und Ereignissen, die wir leben. Man kann die mit vielen unterschiedlichen Namen nennen, aber es gibt eine Zusammenfassung in dem Bedürfnis nach Freude, nach Wahrheit und nach Justiz, nach Gerechtigkeit. Und das hat Don Giussani zu einem Protagonist gemacht. Für ihn war der Glauben, die Begegnung mit Christus, nicht das Ende des Abenteuers. Und mit 20 schrieb er, ich will nicht nutzlos leben. Das ist meine Obsession. Und was ist für ihn die Nicht-Nutzlosigkeit des Lebens? Ist, für die Freude des Menschen zu arbeiten. Er schrieb, ich weine nicht mehr aus zwei Gründen. Ich denke an die Menschen, die nicht glücklich sind. Und ich denke an die Glücklichkeit der Menschen. Und das, dadurch entstand diese Leidenschaft für die Menschen. Er begegnete vielen, er ist vielen Menschen und Jugendlichen begegnet, ohne Angst vor der Welt. Ich habe schon viel gesagt. Ich möchte Massimo Turchetta das Wort übergeben, der Präsident von Rizzoli seit 1993. Massimo, am Anfang der Anthologie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, lesen wir, ich zitiere sinngemäß, Don Giussani war der größte Pädagoge des 20. Jahrhunderts. Jedes seiner Werke erreicht das Herz von uns Lesern, hebt gewohnte Denkweisen aus den Angeln und entfacht einen neuen Funken der Erkenntnis. Warum hat Rizzoli so ein Buch veröffentlicht? Und warum begreift ein Laien ein Leierverlag, warum halt ein Verlag wichtig, ein Buch zu veröffentlichen? Danke. Danke für die Einladung und ich bin ganz froh, mit Ihnen verbunden zu sein. Und ich stelle hier nicht nur Rizzoli dar, sondern auch die ganze Mondadori-Gruppe. Jetzt antworte ich auf die Frage, wieso war es uns wichtig,
die Erfahrung von Don Dusani zu erzählen. Es war für uns wirklich unausweichlich, das zu schreiben. Dieses Buch hat, also war für uns extrem notwendig. Und wir haben mit dir auch oft darüber gesprochen, wie der Pädagoge am Herzen die Welt ohne Glauben hat. Es gibt einen Text über die Nachlässigkeit des Ichs und die wenige Aufmerksamkeit auf das Ich. Es scheint, als ob 2500 Jahren Dhammapada. Also es gibt diese Aufmerksamkeit auf das Leben, auf das lebendig zu sein. Und diese Botschaft wird ständig von Dusani geliefert. Und man sieht dieses Thema in dieser Anthologie. Und es gibt ein Thema, das immer wieder zurückkehrt. Don Luigi Maria Picocco hat in seinem letzten Buch Die Wahl von Enea auch darüber gesprochen. Wenn ich einen Autor zitieren kann, also Yilman in Puer Eternus, in einer Konferenz erzählte er, dass nur Juden können über Juden so sprechen. Und diese Geschichte spricht von einem jüdischen Vater, der seinen Sohn darum bittet, zu springen, und das Kind springt und der Vater fängt ihn und das Kind geht immer höher und aus der letzten Stufe springt das Kind und der Vater fängt ihn nicht. Und es gibt ein Antisemitismus, das gedeckt ist, das nur Juden benutzen können. Aber die große Wahrheit in dieser Geschichte ist, dass man die Hand, die uns unterstützt hat, verlassen muss an einem gewissen Moment. Es gibt eine Beziehung, die Erfahrung einer Erziehung, aber danach muss man weggehen. Und das ist das Notwendigste. Man muss den Fehlern des anderen auch vertrauen. Und im Buch von Epikoko, in der Beziehung zwischen Enea und Ascanio, lässt Enea den eigenen Sohn gehen. Und ich glaube, dass man in dieser Erfahrung die Lehre von Don Giussani sieht, für die Gläubige und die Nichtgläubige. Man muss diese Erfahrung erleben, von dem Weggehen und von dem Zurückkehren. Entschuldigung. Ich dachte, ich hatte schon das Mikrofon auf mich. In den ersten Monaten der Pandemie hast du geschrieben, und zwar in Zeiten der großen Verwirrung, hat der Papst auch diese Verwirrung thematisiert. Er sagte, wir stehen alle im selben Boot, auf demselben Boot. Und du hast geschrieben, das Problem ist nicht das Überleben von der Ansteckung
Und das Notwendigste war zu verstehen, dass wir die große Frage nach dem Sinn des Lebens nicht verlassen müssen, nicht mehr entfliehen müssen. Der Papst hat oft gesagt, die große Bedrohung ist der Verlust von dem Sinn des Lebens. Und wegen der Begegnung, die du gemacht hast, auch wenn nicht persönlich, also was für einen Beitrag kann Don Giussani geben, und zwar für die Antwort auf diese Frage nach Sinn? Und was sagt Don Giussani zu dir? Zuallererst müsste ich mich bei Ihnen bedanken. Ich glaube, es ist nie selbstverständlich, so eine Person zu finden, die dich zuhört. Vielen Dank für die Einladung heute. Und ich möchte eine kleine Einleitung zu meiner Rede machen. Ich dachte, es gibt eine Geste, die schon seit dem Anfang an in der Kirche anwesend ist. Wenn man jemanden begegnen möchte, wendet man sich an jemanden, der diese Person begegnet ist und gekannt ist. Also Personen, die eine direkte Erfahrung von dem anderen gemacht haben. Wir denken nicht oft darüber, aber die Kirche sammelt die Erfahrung der Menschen, die wirklich Jesus gekannt haben. Das Evangelium ist die Erfahrung nicht nur von den Menschen, die eine direkte Erfahrung von Jesus hatten, wie Johannes zum Beispiel, aber auch die Evangelien von Markus und von Lukas, die diese Person in den Aposteln und in den Folgern von Jesus gekannt haben, begegnet sind. Sie haben also direkte und indirekte Erfahrungen gesammelt. Und deswegen habe ich heute den Mut, heute etwas zu sagen, auch wenn ich Don Giussani nicht einmal begegnet bin, nicht einmal die Hand geschüttelt habe. Aber in einer gewissen Art und Weise habe ich Don Giussani wie Markus oder Lukas gekannt durch die Freunde, die um ihn standen. Und das, was ich heute Abend sagen werde, glaube ich, kann eine Glaubwürdigkeit, nicht weil ich eine Glaubwürdigkeit habe, sondern weil man auch einen anderen zuhören kann, der nichts damit zu tun hat. Aber um sicherer zu sein, möchte ich, dass diese Rede von zwei Zitaten umarmt werden kann. Und während ich diese Rede dachte, habe ich einen Teil des Evangeliums Johannes erinnert. Und Jesus begegnet Nikodemo, eine Person, die sich nie die Verantwortung für die Fragen nimmt, die er lebt. Und Jesus sagt, Nikodemus, der Wind weht, wo er will. Man hört seine Stimme, aber man weiß nicht, wohin er geht oder woher er kommt. Der ist aber
aus dem Geist entstanden. Wenn wir an Johannes denken, denken wir an eine Person, die dieses Geist in sich hatte. Und in der Geschichte der Kirche gibt es eine Versuchung, die, das Geist in einer Schachtel zu schließen. Und auch unser Versuch, Don Giussani in einem Etikett zu, in einer Schublade zu schließen, ist unmöglich. Es gibt keine Formel, die wirklich alles über diesen Menschen sagen kann, denn er hatte dieses Geistes in sich. Und das gibt immer etwas Neues. Dieser Mensch ist vor 17 Jahren gestorben, aber das Zeugnis, das er geleistet hat, wundert uns immer noch. Wir sind vor dieser Erfahrung verwundert. Wir versuchen immer, diese Erfahrung zu limitieren, eine Formel zu finden. Wir denken, dadurch können wir den anderen etwas mitteilen, aber so funktioniert es nicht. Wir müssen einfach nur seine Erfahrung leben. Und das war befreiend, nicht nur für ihn, sondern auch für, die anderen, die ihm begegnet sind. Das war so auch für mich. Ich habe etwa dieses Zibaldone von seinen Gedanken gelesen, von Rizzoli veröffentlicht, und das hat mich zu Überlegungen geführt über den Sinn von Don Giussani in meinem Leben und auch in meiner christlichen Erfahrung. Nicht, weil ich ein Priester bin, sondern weil ich mich ein Christe fühle. Und es gibt etwas, was wirklich so offensichtlich war, indem ich Don Giussani las. Wenn man Don Giussani liest, hat man immer das Gefühl, dass er nicht abstrakt überlegt und spricht, sondern er spricht mit jemandem, mit einem Gesprächspartner, der konkret ist. Und das ist nicht trivial, weil oft wir, auch als Kirche, haben uns in abstrakten Überlegungen geschlossen haben, die aber keine Antwort den Menschen geben können. Die Leute fühlen sich nicht mehr Protagonisten in einer solchen Diskussion. Aber wenn man Giussani liest, liest man die Worte von einem Mann, der sagte, als ich Theologie studierte, studierte ich etwas, das mich keinen Sinn geben konnte. Ich brauchte noch, unter den Menschen zu sein, bei den Leuten, um etwas Interessantes sagen zu können. Und das kommt aus dem Zuhören. Ich glaube, Don Giussani ist ein Pädagoge, der versteht, dass es eine Priorität gibt, das Zuhören. Man kann keine Antwort geben, wenn man nicht der Person die Zeit gibt, seine Frage zu formulieren. Diese Angst, die wir haben, ist immer sofort zur Frage zu kommen. Und das ist, glaube ich, ein Zeugnis für die Verluste, für den Mangel an Glauben. Wenn man immer die Antwort geben möchte,
ist, wenn man immer die Antwort und nicht die Frage sich anschaut, dann hat er Angst, die Frage zu beantworten. Und deswegen erziehen ist nicht eine Frage, eine Antwort, Entschuldigung, zu geben, sondern die Menschen dabei helfen, sich Fragen zu stellen. Und das habe ich gefühlt, als ich Dusani las. Die Radikalität, man kann das öffentlich sagen, denn Dusani ist ein Extremist. Er bringt die Fragen unserer Zeiten zu ihrem letzten Wurzel, zu dem Kern. Und wir leben heute in einer Welt, wo es ein Gedanke gibt, dass eher Unterhaltung ist. Und manchmal ist auch unser Pastoral so. Und manchmal brauchen wir Menschen etwas sehr, sehr Schlechtes, Tragisches erleben, damit wir uns die Frage des Lebens stellen. Und ich frage mich, brauchen wir wirklich dazu zu kommen, um radikal zu werden, um tiefer ins Tiefe zu gehen? Und wir sollen immer in den Sachen schauen, mit einer geschlossenen Art und Weise, entschlossenen Art und Weise. Und das ist die Radikalität. Man kann über Themen sprechen, denken, aber wenn man nicht zum Kern kommt, ist alles sehr provisorisch. Und ich möchte ein Zitat von Don Giussani jetzt nennen. Er schreibt, das christliche Wort ist das menschliche Wort, wo das Objekt enthüllt worden ist und die Wahrheit, alles wird enthüllt. Alles wird als Zeichen von sich selbst enthüllt. Das ist etwas, was ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Und Don Giussani führt uns zu dem dritten Punkt meiner Rede, das Bedürfnis nach dem Dialog. Liebe Freunde, wir diskutieren, wir sprechen miteinander nicht wegen einer Mode oder weil wir faszinierend der Welt und dem anderen gegenüber sein möchten, um unsere Ziele zu erreichen. Das ist kein Dialog. Der Dialog ist davon überzeugt zu sein, als Paulus sagt, dass alles durch Christus und für Christus gemacht wurde. Nichts von dem, was geschöpft war, hat nicht mit Christus zu tun. Alles hat mit Christus zu tun. Alles wurde durch und für ihn gemacht, geschöpft. Und das ist die Basis für den christlichen Dialog. Das ist ein Skandal. Es gibt etwas Gutes auch in dem Teufel. Und ich bin nicht verrückt. Nein, in dem Evangelium, es gibt die einige Texte und die besessenen Personen sagen, du bist der Heilige vom Gott. Und dort müssen wir die Wahrheit finden und die Wahrheit betonen.
aufheben. Der Dialog ist keine Strategie, das ist ein Glaubensbekenntnis. Und der Dialog ist die größte Erklärung, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist. Und ich glaube, in Don Giussani findet man das. Und wenn man sich dem Menschen annähert, sieht man in dem Menschen das Licht von der Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit, wofür es sich lohnt zu leben. Aber sono applausi a Giussani. Diese sind Applaus für Giussani und für sein Zeugnis. Nein, es sind Applaus für den Zeuge, der ihn nicht gekannt hat und der über ihn spricht. Du hast das am Anfang gesagt. Sonst hätten wir auch einen Kurs von Giussani machen können, wo wir lesen konnten, aber der Kurs wäre nicht wie dein Gesicht gewesen. Sie sehen, liebe Freunde, es gibt etwas, das mir am Herzen liegt. Und zwar, wenn Giussani über die Kirche spricht, über die Gemeinschaft spricht, über Beziehungen spricht, es gibt etwas, das mich beeindruckt. Und bevor ich das sage, spüre ich ein großes Risiko. Und ich versuche, das am einfachsten zu erklären. Wenn wir die Biografie von Giussani lesen, und danke Alberto für deine Arbeit, wenn wir seine Biografie lesen, sehen wir, dass die Begegnung mit Christus eine Begegnung ist, die das Merkmal der Bescherung hat. Das ist nicht der Produkt einer Technik, sondern eine Begegnung, die einfach passiert. Es ist eine traumatisierende Ereignis. Aber wenn diese Begegnung passiert, gibt es einen Bruch zwischen zuvor und nachher. Christus auf so eine Art und Weise zu begegnen, ist eine Bescherung. Man kann das nicht durch eine Technik machen. Es ist nicht genug, Freunde zu sein, um eine solche Begegnung zu machen. Diese Begegnung ist immer eine Bescherung. Und das Einzige, das was wir machen können, und hier ist die Erziehung, die Pädagogie, die Evangelisierung, wir sollten nicht sagen, wenn du mir begegnest, triffst du Christus, aber durch eine Gemeinschaft, eine Freundschaft, erweckt man eine Sehnsucht nach dieser Begegnung und man betet, Herr Gott, gib mir eine solche Begegnung. Aber das ist überhaupt keine Technik. Und das hat und das bedeutet, dass wir Bettler sind. Wir betteln nach einer Begegnung von etwas, das unser Leben ändert. Wir haben eine solche Sehnsucht und das ist der Kern des Gebets. Ich glaube, eine Kirche, die eine solche Sehnsucht erweckt, die Sehnsucht nach dieser Begegnung erweckt, diese Begegnung, die eine Bescherung ist, das ist nicht der Produkt von einer Technik. Also man kann nicht alles wiederholen, was bereits passiert ist. Man muss Demut zeigen und zurück zu dieser Sehnsucht kommen und diese Sehnsucht erwecken. Wir antworten nicht auf diese Sehnsucht. Gott antwortet auf diese Sehnsucht. Glauben, Hoffnung
und Wahrheit sind die Tugend, die wir als Bescherung bekommen. Das Abenteuer von Dusani ist zeitgenössischer für das, was wir gerade erleben. Es gibt eine schreckliche Prophetie, die von heute aussieht, also die aussieht, als ob sie heute gemacht wurde. Dusani schaut die Realität in die Augen und sagt etwas über die Realität. Er spricht über die jungen Menschen. Und er sagte, es gibt so wie ein Plagiat des Lebens. Und die jungen Menschen haben Schwierigkeiten, überzeugt zu sein. Ein überzeugendes Leben. Also sie sind nicht davon überzeugt, dass was wir mitteilen, konkret ist. Man sieht sich als etwas Abstraktes. Man verliert alle Energien, wie Akkus, die nicht mehr sechs Stunden lang voll sind, sondern die in sechs Minuten leer gehen. Und man schützt sich in einer Gemeinschaft. Aber man sieht nicht mehr, man erarbeitet nicht mehr das, was man erlebt. Aber die Überzeugungen von der Kirche sind nicht so wie eine Hülse. Sie schützen nicht von dem offenen Meer. Diese Gemeinschaft bedeutet, ich bin so stark, dass ich ihm das Meer übersetzen kann. Und wir sollten den Mut haben, zu riskieren, weil wir in dieser Gemeinschaft sind und nicht das Gegenteil. Und das muss eine Überzeugung sein. Auch wenn wir als Kirche immer diese Hülsen machen wollen, Don Giussani hatte gesagt, was Papst Franziskus auch heute wiederholt, wir müssen eine ausgehende Kirche sein. Und das ist kein Slogan. Das ist eine Verhaltung von den Menschen, die sich nicht schützt, sondern von den Menschen, die weggehen und die zu den Renten der Existenz geben. Und was hat Giussani gemacht? Er hat uns den Mut gezeigt, zu diesen Renten zu gehen, auf spirituelle, kulturelle Ebene. Und wo entdeckt man einen solchen Mut, einfach mit dem Schiff überzusetzen? In einer Zugehörigkeit. Aber fühlen wir so? Und jetzt komme ich zum Schluss. In diesen Tagen habe ich einen Kurs für einige Priester gehalten. Und ich habe Seiten von einem Menschen gelesen, der vor kurzem gestorben ist, einem André Luft, einem München. Und als ich eine Seite des Buches gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine große Beschreibung von, eine schöne Beschreibung von Luigi Giussani. Und zum Schluss möchte ich das lesen. Aus allen Dingen, die ein Vater dem Kind gibt, ist sein Wort das Wesentlichste. Das Wort eines Vaters ist wie die Bescherung des Lebens. Ein Vater ohne Stimme kann seine Rolle nicht spielen. Der Vater muss
das Leben geben, muss erzeugen, aber man, das, der Vater muss einen Namen dem Leben geben. Sonst bleibt das Leben des Sohnes ohne Form. Eine Versammlung von Possibilitäten, von Möglichkeiten, die aber nicht zum Ende gemacht werden. Nur der Vater kann einen Namen dieser Existenz geben, durch seine Worte zeugt jeder Vater den Sohn noch einmal und man schickt den Sohn in die Erfahrung der Existenz. Am Anfang habe ich gesagt, es ist unmöglich, Don Giussani in eine Schublade zu stecken. Von Don Giussani, also wenn wir über Giussani sprechen, könnten wir auch sagen, wie man im Evangelium, Johannes hat keine Wunder gemacht. Aber all das, was Johannes gesagt hat von Jesus, war wahr. Und in dem Ort haben vielen ihm geglaubt. Und ich glaube, Giussani war das. Ein Vater, der der Welt die Wunder gemacht hat, gegeben hat, wahre Worte auszusprechen, und zwar die Worte Jesus Christi. Signor Tina. Ja, du bist auch auf nächstes Meeting eingeladen. Du kannst auch dich den Tag aussuchen, auswählen. Vielen Dank für deine Worte. Du hast einen Don Giussani gezeigt, der lebendig ist. Und das war keine Erinnerung derjenigen, die mit ihm gelebt haben, sondern eine ein Gedanken, dass seine Präsenz hier mit uns und mit allen auf der Welt ist. Und dieses Zeugnis ist dein Leben und der Weg, den du eingeschlagen hast. Bitte, Davide. Ja, einen schönen guten Abend allerseits. Vielen Dank. Ich bedanke mich beim Meeting für die Einladung. Und dieses Treffen erlaubt es uns, einmal noch ins Herzen unserer geliebten Don Giussani zu gehen, ins Tiefe. Und alles, was wir bisher gehört haben, das vereinfacht auch ein bisschen meinen Auftrag jetzt. Viele der Sachen, die ich sagen möchte, mit anderen Worten, wurden schon von anderen gesagt. Und das, wie bereits Don Luigi am Anfang sagte, die Wahrheit eines Charisma ist die Tatsache, dass dieses Charisma nicht nur für einigen ist, für einigen Menschen, sondern für alle. Und ich glaube, das ist einer der
der größten Verdienste dieser Veröffentlichung, dieser Anthologie. Danke Rizzoli für diese Veröffentlichung. Denn diese Anthologie ist eine wichtige Sammlung, um ins Tiefe der Erziehungsbotschaft von Don Giussani zu gehen. Diese Lehre, die vielen von uns geprägt hat, Gläubige oder auch Nichtgläubige und viele Menschen auf der Welt. Aus dieser Anthologie werde ich auch ein paar Aussagen zitieren. Ich möchte zuerst sagen, dass wenn man die Titel dieser Texte sich anschaut, spürt man eine Dankbarkeit für die Erfahrung, für das Zeugnis, das Leben von Don Giussani. Und ich zitiere einige davon. Die Person wird in einer Begegnung neu geboren. Christus erkennen, Frau, wein nicht und so weiter. Und noch andere Titel noch. Die Leidenschaft für den Menschen, die, wie wir wissen, nicht zufällig dieses Jahr der Titel des Meetings ist. Die Leidenschaft, die aus diesen Texten kommt, entsteht in jeder Komma aus der Begegnung mit dem, der den Menschen wahr macht und vollständig macht, und zwar Jesus. Es gibt nicht einmal eine Seite, ein Wort in diesem Buch, wo man diesen Glauben, diese Vorliebe nicht spürt. Und der Glauben mit vielen Gründen ist der Schlüssel des Glaubens von Don Giussani. Und das führt zu etwas, was überirdisch ist. Und das, was man das Unendliche ist, mit uns auf dem Boot, sagt Giussani, und in der Freiheit erkennt man das Unendliche. Das ist Seite 218-19. Und darin besteht die Leidenschaft Don Giussani, uns diesen schönen Tag mitzuteilen, worauf Alberto Bezug genommen hat. Und in der Begegnung gab es schon alles, wie in einem Embryo, der nur abwartet, bis er sich entwickelt. Und das ist eine Abwartung, um Jesus in unserer Existenz zu erkennen, um ja in unserer Existenz zu sein, ohne etwas zurückzulassen. Und wir fühlen uns, als wir nichts wären an gewissen Zeitpunkten unseres Lebens. Er sagt, wir brauchen ein Mitleid,
eine Leidenschaft. Und wer kann vor einem solchen Versprechen gleichgültig bleiben? Und ich glaube, hier gibt es die Größe des Erziehungsvorschlags von Don Giussani. Und ich möchte das jetzt mit meinen Worten und meiner Erfahrung erläutern. Ich fange mit dieser Anmerkung an, eine Anmerkung von Rizzoli, die schon bereits zitiert wurde. Don Giussani war der größte Pädagoge des 20. Jahrhunderts. Das ist keine hyperbolische Aussage. Aber man fragt sich, wieso macht es Sinn, eine solche Definition zu benutzen, die wir als Freunde von Don Giussani teilen. Aber man muss ins Tiefe gehen, ins Tiefe einer solchen Aussage. Nicht um zu betonen, dass es einzigartig ist, sondern um zu betonen, wie, in welchem Sinn war Don Giussani ein Pädagoge für mich, für Sie, für uns, die wir jetzt unsere Freunde und Kinder erziehen müssen. Don Giussani war zuallererst, aber nicht nur das, sondern vor allem ein Pädagoge. Und ich möchte vor allem darüber sprechen. Ich muss aber hervorbringen, dass, wie wir bereits wissen, es schwierig ist, ihn in einer Definition zu beschließen. Und das betrifft jeden Menschen. Aber was Don Giussani angeht, war er vieles. Er war ein Kenner des Menschen und er war ein Experte auch von Christus. Er konnte auch dieses Wissen mitteilen. Er hatte diese Fähigkeit zu kommunizieren, die wirklich beeindruckend war. Er war ein passionierter Zuhörer und auch Kritiker der Musik. Er hat viele Klassikwerke gelesen. Er war ein Dichter. Am Ende war sein ganzes Leben ein langes Gedicht. Er war auch ein Maler. Er konnte mit seinen Worten, mit seinen Taten malen. Er konnte Horizonte und Lebensszenarien malen, die immer neu waren und die uns erklärten, was uns auch unverständlich anscheinen kann. Und wenn ich aber nur ein Wort, eine Beschreibung für ihn auswählen muss, dann ist das Pädagoge. Wer ist der Pädagoge, der Erzieher für Don Giussani? Es ist der Mensch, der durch die Begegnung mit anderen Menschen, das haben Sie schon gesagt, der Erzieher ist derjenige, der eine Leidenschaft für die Zukunft und für die Gegenwart anderer Menschen hatte und dadurch kann er ihnen dabei helfen, ihr Schicksal zu realisieren. Und dieses Schicksal bedeutet auch, wie
diese Menschen nützlich für die Welt sein können? Das ist die Frage, die wir alle in uns tragen. Ich könnte viele Beispiele nennen, auch persönliche Beispiele, aber ich bevorzuge es, ein Bild zu geben. Wir können davon ausgehen, dass einige seiner engen Mitarbeiter etwas ähnlich wie eine Überflutung sein kann. Und die Einwohner eines Dorfes wenden sich dem Ingenieur an. Und Don Giussani könnte dieses Ingenieur sein, der die Intelligenz hatte, große und starke Ufer zu bauen und auch Windräder zu bauen. Und er hat dadurch die Bedrohung der Natur in eine nützliche Energie für die Gemeinschaft verwandelt. Das ist, was geschehen ist. Und wie Kardinal Zuppi sagen würde, ist jede Referenz zufällig dann. Aber Don Giussani wurde von einer großen Fähigkeit zur Begegnung animiert, eine Neigung zum Dialog und eine Begegnung mit den Freunden der Bewegung oder auch mit einem Taxisten, mit einem Person, einer zufälligen Person auf dem Bus, auf dem Flugzeug, mit einem Studenten in dem Gymnasium, an der Uni, wo er Professor war. Don Giussani hat nie eine Person als fremd gespürt. Er hat also diese Bescherung, dieses Geschenk als Verantwortung begriffen. Und wir sind also zum 43. Meeting gekommen, ohne müde davon zu sein. Und dieses Meeting kommt aus dieser Quelle heraus, und zwar die Begegnung. Und viele haben das betont und hervorgehoben. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen. Meine persönliche Erinnerung von Don Giussani ist folgende. Don Giussani hatte von der anderen Person seinen Durst erfüllt. Und dieser Aspekt war beeindruckend. Giussani hat den Menschen vor ihm gehört, als er der einzige interessante Mensch war. Man sah vor sich eine Person, die disproportioniert war, der viel größer als du warst und der trotzdem dort war, um von dir zu lernen. Und es war wirklich unverhältnismäßig, diese Begegnung. Aber durch die Begegnung von Christus, die er gemacht hatte, war er in dem anderen, um Vorschläge zu machen, um in den Menschen einzudringen. Und er war nicht so, er wollte sich nicht durchsetzen. Er suchte immer neue Wege nach der Wahrheit, nach dem Guten.
Und der Giussani wollte immer zusammen mit dem anderen verstehen. Und der hatte so einen großen Respekt für die Freiheit des anderen, dass sein erstes Ziel, wenn wir das nennen, so nennen können, ist die, also die Tatsache, dass er eine Erziehung zur Kritik gemacht hat. Das ist ein wichtiger Punkt aus dem Buch Il Rischio Educativo. Habe ich diese Worte gelesen, die mich an die Gegenwart erinnert haben. Und sie sind die Grundsäule seines Bildungsvorschlags. Erstens, die Vergangenheit gut vorzustellen. Und zwar als Hypothese der Arbeit. Zweitens, die Vergangenheit muss in einer lebendigen Gegenwart dargestellt werden. Eine Gegenwart, die mit einer Korrespondenz zu dem Herzen. Und drittens, die Erziehung muss zur Kritik führen. Also die Vergangenheit, die Tradition und die Gründe, die sie als lebendig machen, müssen Problem werden. Und so mit der Hilfe einer Gemeinschaft kann man eine Entscheidung treffen. Und da wird man Mensch. Wir sehen hier die Wertschätzung der Menschlichkeit in diesen Worten. Und danach betont etwas, das auch heute gilt. Wir müssen die jungen Menschen von der mentalen Sklaverei denken. Also in Zeiten von sozialen Netzwerken ist das auch relevant. Aber jetzt komme ich zum interessantesten Punkt. Zuerst in seiner Erziehendsein war Giussani ein Vater und eine Autorität. Er war Vater, weil er wusste, dass er zur Vaterschaft eine Vaterschaft hatte. Eine Vaterschaft in der Beziehung mit der Schöpfung. Ich weiß nicht, wie viele von uns ein solches Bewusstsein haben, aber dieser Sinn von Lebendigkeit und von Verantwortung dem Menschen gegenüber, die wir treffen, ist in Giussani anwesend. Und er hatte die Verantwortung, den anderen zu erziehen. Autoritas auf Latein bedeutet diese Idee, den anderen wachsen zu lassen, um das Risiko vom Besitz wegzulassen. Und das ist die Überprüfung von dem Erziehen. Und wie alle Erzieher hatte er kein Schema, in den er den anderen gesteckt hat. Jede Person war ein Unikum für ihn. Giussani wollte, dass die Menschen zu etwas anderem, zu etwas Größerem gehörten, als einfach die Beziehung mit ihm. Das war der Sinn von einer größeren Gemeinschaft, von einem größeren Blick. Eine Gemeinschaft von Freunden, die aus der Liebe von Gott für Gott stammen. Und das war unersetzbar. Ich hoffe, dass diese Worte als keine Strategie für die Erziehung wirken. Das alles, was ich sage, ist
einfach eine Sammlung von einem erlebten Leben, einer Erfahrung, die er gemacht hat. Wenn ich an meine Erfahrung sehe, auch in meinem Beruf, sehe ich, dass das, was ich geworden bin, wurde von der Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft geprägt. Diese Gemeinschaft hat mich erzogen mit dieser Vision des Lebens, der Freiheit, der Verantwortung. Heute bin ich Professor an der Universität für Biochemie. Und eine Forschungsgruppe zu sammeln und wenn ich all das gemacht habe, was ich gemacht habe, habe ich das wegen meiner Erziehung gemacht. Und es ist fast ein Paradox, ein Paradoxon. All das habe ich gemacht, weil die Verantwortung in meiner Verantwortung für diese Gemeinschaft musste ich viel Zeit geben. Also ich habe die Gemeinschaften in Italien und auf der ganzen Welt unterstützt. Und dafür bin ich dankbar. Im Buch von Rizzoli gibt es einen wunderschönen Text. Und der sagte, ich sage etwas Wunderschönes. Die Form, die der Gegenwart von Christus ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft nicht als Gefühle für den anderen. Und entschuldige das große Wort. Es ist ontologisch. Ein reales Ereignis. Giussani hat uns den Weg von Christus gezeigt, den interessantesten Weg. Kein einfacher Weg, aber ein Weg, der uns bewegt. Wir können in die Zukunft gehen, wenn wir uns bewusst sind, dass es eine Gemeinschaft gibt. Wenn eine Präsenz von Christus gibt und dann ist diese Gemeinschaft ein Ereignis für andere. Es ist ein ständiges Ereignis. Wir haben viele Zeugnisse von diesem Ereignis, wie zum Beispiel das Meeting selbst. Und zweitens, als Erziehender hatte Giussani den Sinn vom Vorher und von dem Nachher. Er sagte keine Doktrine, die man lernen musste. Er hatte immer gewartet, dass das Leben des anderen den Weg zeigte. Und er hatte danach den Weg gezeigt. Und zwar in der Erfahrung des einzelnen Person, auch bevor man das selbst sehen konnte. Und diese Methode zeigte immer das Bedürfnis von einem Weg. Er sagte, warten Sie auf keine Wunder, sondern auf einen Weg. Und der sagte, der erste Aspekt, das erste Aspekt von der Freiheit ist die Zugehörigkeit. Und als Höhepunkt die Zugehörigkeit zu Christus. Und der entscheidende Faktor für die Freiheit ist Folgen. Das Folgen. Entweder der Welt oder Christus folgen. Es gibt keine Alternative. Und wenn ich denke, wie aktuell die
der Vortrag von Giussani ist, sehen wir einen Punkt, der am meisten abgelehnt wird. Papst Franziskus hat vor kurzem gesagt, dass wir einen Gegengift zu der individualistischen Kultur haben und auch gegen die Indifferenz. Und die Erziehung ist dieser Gegengift. Giussani kann schwierig werden zu verstehen, aber man kann verstehen, dass in einer Zeit, wo der Mensch immer standardisierter wird, und zwar in einer Masse von Menschen, wo alle gleich sind, wo, also es ist, also wir sehen das Bedürfnis von einer Personalität, von das Bedürfnis, nicht sich zu angleichen. Aber wo können wir mit Bewusstsein uns angleichen, und zwar bewusst? Wir können uns angleichen zu dem Menschen, dem wir glauben. Alle wissen, dass es hohe und Tiefpunkte im Leben gibt. Ein Erziehender weiß, wie man abwartet. Ein Erzieher lässt die Tür offen und gleichzeitig sieht er die Wege, um nah zu dem anderen zu sein. Aber diese Wege sind immer unvorhersehbar. Aber sie sind immer der Vorschlag einer Präsenz. Christus zu folgen, stellt alles auf den Kopf. Und die Gegenwart wird an, und die Gegenwart zieht uns an und wird immer Neues. Auf der Zeitung Avvenire wurde geschrieben, seitdem wir einen Weg beschreitet haben, sehen wir Enthusiasmus in unserem Leben. Und drittens, dritte Lehre von den Giussani, ein wahrer Erzieher ist kein Engel, ist keine perfekte Person. Und jetzt können wir wirklich ausatmen. Wir können Erzieher sein, und zwar auch wenn wir unseren Fehlern bewusst sind. Die Fehler, die wir machen. Und Giussani sagte immer von sich selbst, das lebendige Bewusstsein von seiner Fragilität hat seine Barmherzigkeit verstärkt, und zwar gegenüber den anderen. Und Giussani selbst, wie bereits gesagt wurde, hatte sich als Bettler ausgesprochen. Ein Erzieher ist ein Bettler von Menschlichkeit in der Menschlichkeit des anderen, des Freundes. In der Menschlichkeit des Sohnes ist man Bettler. Und das ist der tiefste Sinn von dem Wort Gemeinschaft, die Giussani gelehrt hat. Und zum Schluss habe ich einen Wunsch für Sie. In einer Sammlung am Seite 246 hat er gesagt, um jung zu bleiben, muss man treu zu dem, was das wir als bekommen haben, als wir geboren sind. Und alle Worte haben eine Antwort im Wörterbuch der Macht.
Und der Wunsch für sie und für mich ist, du solltest zusammen sein, und zwar mit den Menschen, die treu zu ihrem Herzen sind. Sei treu zu deinem Herzen und dann kannst du überall gehen. Junge, wir müssen zusagen, dass es keinen Vergleich gibt. Christus ist Mensch geworden und er bleibt in dieser Gemeinschaft von Freunden, damit das Jugendsein für immer bleibt. Du hast recht, Don Jus. Es gibt nichts, das als Vergleich gelten kann. Es gibt nichts Interessanteres als das. Danke. Da wir keine Zeit mehr haben und vor der Tür die Präsidentin der Regionen stehen, die danach sprechen werden, möchte ich nur die Gäste von heute danken, den Gästen danken. In der Botschaft vom Papst für das Meeting wurde geschrieben, es ist wichtig, in unserer Zeit Menschen zu begegnen, die auf die Straße gehen und die Schwierigkeiten des Lebens wirklich in Augen schauen und mit Hoffnung tätig sind. Und ich glaube, in den Worten von Don Giussani hat man das wieder erkannt. In der Ausstellung von Don Giussani findet man das auch. Und es gibt ein Zitat, das sagt, in einem solchen historischen Moment ist es schwierig, erzieherische Erfahrungen zu finden, die uns führen können. Und das ist die Neuheit von Don Giussani. Und das ist auch der Grund des Wunsches, den wir haben, diese Erfahrung mit allen zu teilen, denen wir begegnen, auch mit allen Grenzen der Kirche, die ausgeht, wie Papst Franziskus sagt. Und etwas, was mich beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass du einer als der Eckpfeiler von Don Giussani genannt hast. Papst Franziskus sagt, für Don Giussani war die Begegnung wesentlich, nicht als Idee, sondern als Begegnung mit einem Menschen, mit Jesus Christus. Und er konnte Menschen zur Begegnung mit Jesus Christus begleiten. Und ich glaube, das ist der Höhepunkt der Antwort für die Herausforderung der Modernität. Damit das der Schlüssel, um die Frage nach Sinn zu beantworten. Und ich möchte zum Schluss einen Satz von Don Giussani zitieren. Einen Weg zu finden, der für alle ist. Die Kultur von heute lässt es unmöglich sein, nur die Antworten nur in einer Person zu finden. Aber Johannes und Andrea, die ersten zwei, die Jesu begegnet sind, konnten die anderen in einer anderen Art und Weise
kennen und auch die Realität anders kennen durch diese Begegnung. Und diese Begegnung, diese Methode hat sich damals daraus entwickelt und ist bis uns gekommen. Und jetzt möchte ich gebe ich einen Vorschlag. Man sollte die Donaura Stellen hier auf dem Messegelände finden, wo alle spenden können durch diese Donaura Stellen kann man spenden für die Stiftung Meeting, und ab diesem Jahr kann man auch Steuerermäßigungen haben, wenn man spendet. Und vielen Dank auch noch unseren Gästen. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte dove viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio
finta della nostra esistenza. E tutti, colpiti da una curiosità, sospendono un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.